Ziel. Und das war ein Batzen von Energie. Ja, diese roten Dinger sind dunkle Gaia-Energie. Und hier sind ein paar richtige Pötte, die man mit Sprinten kaputt rennen kann. Man kann alle Items, die man findet, kaputt rennen. Und ihr habt gesehen, die Dinger fliegen so richtig schön hoch, wenn man die drei Tasten in der Luft drückt. Und das ist ein Kombinationsschloss aus Dark Gaias Energie. Die kann man nur öffnen, wenn man drei identische Schlüsselteile einsammelt. Die zu finden ist nicht besonders schwer. Das ist jetzt blaue Energie. Die füllt die kleine Leiste unter meinen HP. Sein. Ich bin viel eher die Steuerung gewohnt, wenn man mehr als drei Kombo-Schläge hat. Das Schwein hat abgewehrt. Nimm das, Schwein. Gut, wir müssen die Kiste nicht werfen. Weil er eins loslassen, legt Sonic sie hin. Zu spät gerückt. Nein! Na, was soll's? 10 Ringe! Man kommt auch so da drauf. Oh, die Kiste nicht. Ha! Sonic, sammel's ein. Brav. Nun gut, wir können unten auf der Karte sehen, wo wir hin können, wo nicht. Daran können wir auch sehen, wie begrenzt die Maps immer sind. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit einer Map. Die zeigt uns Gegner an, wenn es welche gibt. Aber keine versteckten Items. Glaube ich. Nun, zumindest nicht in den Tagleveln. In den Nachtleveln oder so. Man hat die Map nur in den Nachtleveln und in den Tempeln. Gib's jetzt mal! Fresse. Und komischerweise ist es immer Vollmond in den Nachtleveln. Immer! Also will Sonic alles an einem Tag machen. Und hoch da. So. Jetzt sind wir in einem Teil von den Leveln, wo wir Tutorial gemacht haben. Aber gut, hier zwischen Häusern gibt es einiges zu finden. Erstmal das hier. Und das hier. Wer alle Medaillen kriegen will, dem sollte es wichtig sein, auch alles einzusammeln, was er findet. Denn die Gesamtwertung setzt sich aus den Medaillen zusammen. Setzt sich aus der Energie zusammen, die man sammelt. Durch Gegner besiegen, Items schrotten, was weiß ich. Und durch Ringe, die man einsammelt. Und natürlich durch Zeit. Jedes Level hat ein Zeitlimit, das mehr oder weniger hoch ist. Jetzt haben wir auch das dritte Teil eingesammelt und sollte sich das Tor hier öffnen. Brav. Hey, cool! Wir können hier vorbei! Ja. Ja, da kann ich natürlich nicht so hoch weiter. Jetzt haben wir schon wieder Gegner! Gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass das Spiel so obercool ist, wie man es von einem Hauptspiel erwartet. Also, es ist PS2, es ist nur die niedrige Version. Aber es macht durchaus Spaß, auch wenn die Anfänge mal wieder ein bisschen schwierig sind wegen dem Level-System. Aber es ist bei Pokémon auch so. Stell dir mal vor, eure Pokémon könnten schon alles. Wäre langweilig. So, und da oben ist das Ende vom Level. Das kann man auf der Map sehr gut erkennen.
Halleluja, ich bin da. Level abgeschlossen. Okay, ich habe das Zeitlimit nicht ganz einhalten können. Und ihr seht ihr genau, welche Sachen euch fehlen. Das zweite ist die Ringe und das letzte ist die Energie. Und das erste ist natürlich das Zeitlimit. Level up! Wehrclaw! Mit dieser Technik durchbrichst du jede Verteidigung. Triff die Gegner richtig und ihnen wird schwindelig. Ey, war's 120 Punkte entfernt von dem nächsten Level up. Das finde ich gemein. Filmclub 2 freigespielt. Schau später nach. Illustration 59. 23. Neue Mission zugefügt, geht zum Mond von Apotas. Ja. Wenn jedes Mal, wenn der Werehog durch ein Level Up eine neue Fähigkeit erlangt, kann man, dann kriegt man ein Tutorial-Level in Apotas. Wenn man alle Medaillen haben will, sollte man die machen. Die sind eigentlich sehr schnell hinter sich gebracht, also, und sie zeigen einem auch jede Fähigkeit, die Sonic in der Wehrhog-Form hat. Gut, jetzt sind wir im zweiten Nachtlevel. Hier gibt es am Anfang nichts. An dieser Tür gibt es keinen Griff. Vielleicht gibt es ja in der Nähe eine Art Schalter. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Schalter wäre? Hier ist auch nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, da bist du. Das war jetzt natürlich gespielte Blödheit. Ihr denkt aber nicht, dass ich zu dumm bin. Das war die Wehrclaw. Die können wir im Sprint machen. Können wir auch, wenn wir verlaufen machen. Ist eigentlich nichts, was jetzt so besonders wäre. Und hier haben wir das erste Tutorial gemacht. Also man findet sehr schnell Orte wieder, die man kennt. Und ich weiß jetzt nicht. Muss ich jetzt wieder hin? Orbs, Energie, Items, yay. Oh nein, die Viecher. Diese Bienenviecher kann man sehr schlecht kaputt hauen. Weil sie eigentlich nur ausweichen, sondern auch vom Boden aus nicht zu treffen sind. Oder sagen wir mal kaum. So, getroffen. Ist tot. Die Viecher nerven so richtig. An dem kann man sich richtig aufhängen. Das ist scheiße. Sonic, wenn ich einen Sprint... Ja, Mann. So. Wo kommt der eigentlich dauernd her? Oh, Double Kill. Geil. So, und hier gibt es jetzt einiges zu sammeln. Wow. Den Blumenpott. Und sehr hoch. Ja, in dieser Ecke ist ein bisschen mehr versteckt. La la la. Jetzt können wir wieder hochlaufen. Hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Yep. Ein 10er Ringe. Ein Sprung. Was könnte das sein, Sonic? Versuch es zu greifen. Okay. So, jetzt müssen wir uns daran hochschwingen. Schwingen. Ja, so auch.